Hey, willkommen zu einer neuen Folge Bloodborne. Heute geht's in die Forschungshalle. Ein sehr, sehr komisches Gebiet. Oder beziehungsweise hier laufen sehr, sehr komische Feinde rum. Da unten sehen wir schon den ersten. Hatte jemand. Ah, das ist ein NPC. Ich habe ihn nicht umgebracht. Er lebt noch. Hatte jemand, irgendjemand meine Augen gesehen? Ich fürchte, sie sind in eine Pfütze gefallen. Jetzt ist alles so blass. Okay. Hatte jemand. Okay, ich bin froh, dass er überlebt hat. Das war fast nicht gut. Blaues Elixier. Oh, habe ich Gegengift? Nee, ne? Ah. Dann muss ich das wegheilen. Nächster Blutsteinbrocken. Gibt es hier sonst noch irgendwas drin? Finden wir seine Augen? Das hier ist eine gigantische Pfütze auf jeden Fall. So wie er das sagt. So sehen übrigens auch die Gegner aus, die wir hier hauptweise treffen. Die sind sehr, sehr weird. Okay. Die ist gesperrt. Ich glaube, das war ein Shortcut später. Und hier ist irgendwo, glaube ich, noch eine andere Tür, aber da komme ich nur mit Schlüssel durch. Das war die, glaube ich, die Tür, die ich gerade genommen habe. Das Shortcut ist das hier, glaube ich. Ja. Na, dann gehen wir erstmal hier hoch und gucken mal. So, du bist aber kein NPC mehr. Dich kann ich umhauen. Ja, die sind ein bisschen bekloppt, kann man sagen. Mit denen ist. Aua! Mit denen wird hier herumexperimentiert. Die haben auch einen dicken Kopf. So. Ich gehe erstmal den anderen Weg da. Oder? Ah, da kriecht auch jemand. Da kann ich irgendwie runter. Schauen wir mal, welchen Weg wir nehmen. Da in dieser Halle, weiß ich noch, muss man ein bisschen vorsichtig agieren. Die Gegner hier, die kann man eigentlich auch recht einfach umhauen. Die sind bloß in Masse sehr gefährlich. Oh, die haben jetzt aufgeklappt. Krach gemacht und das haben die anderen gehört. Das ist aber nicht schlecht, dass wir die rauslocken. Dann erlösen wir sie von ihren Leiden. Kann man die Tür öffnen? Ja. Okay, was haben wir hier hinter? Ich höre schon wieder Geräusche und mache vor allem Geräusche. Hütet mich. Bitte. Hütet mich. Bitte. Befreit mich. Helft von mir. Diesem Ich bin schuldig. Fürstin Maria. Fürstin Maria. Bitte. Ja, Nehmt meine Hand. Ich erlöse euch, okay. Ich hätte mit denen interagieren können. Man kann mit denen reden. Ich bin schuldig, ich weiß. Aber ich werde es nicht noch einmal tun. Versprochen, die feuchte Dunkelheit. Sie macht mir Angst. Und was sich aus ihren Tiefen erhebt. Ja, wir erlösen euch mal alle. Fürstin Maria hat euch schlimme Dinge angetan. Fürstin Maria ist übrigens der nächste Boss, der auf unserem Programm steht, aber
Bis wir zu der kommen, dauert's noch. Tötet mich. Ja, okay, das ist der. Also die Dialoge haben wir alle schon gehört. Wir werden euch erlösen. So, der ist etwas gefährlicher. Der hält nicht mehr aus! Und teilt auch mehr aus. Da muss man ganz schnell weg, wenn er zuhaut. Ansonsten macht der kurz einen Prozess mit ein. So. Nein. Da werde ich nicht so runtergehen. Hier geht's im Endeffekt weiter, das weiß ich noch. Es geht nicht weiter nach oben. Dann gehe ich erstmal zurück. Oh, da liegt auch was ich liegen gelassen habe. Ne, warte. Das habe ich nicht liegen gelassen, da komme ich anders hin. Okay. Von der oberen Etage muss ich dann dahin. So, dann gehen wir jetzt erst hier lang. Das ist nämlich der Weg zu der Treppe da, wo die fünf Leute stehen. Aber hier ist eine kleine Falle. Ich habe schon ein paar Gegner rausgelockt. Das hat das ein bisschen entschärft. Weg! Die machen nämlich ganz schön viel Schaden. Wir werden die nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die sehen zwar harmlos aus, aber sie sind es nicht. Also wenn sie zuhauen, dann tut das ordentlich weh. Deswegen sage ich, dass sie auch in einer großen Anzahl sehr gefährlich sind. Deswegen wollte ich da auch die Leiter nicht runter. Weil da wären wir von fünf umkreist gewesen. So, ist hier sonst noch was? Ich kann mal unten gucken, ob da unten vielleicht noch was liegt. Aber ich... Oder? Hier, doch, hier ist noch was. Drei Beruhigungsmittel. Sehr schön. Und da müssten wir jetzt gleich zu dem Gang kommen, wo die Leiter steht. Ah, die fünf sind schon alle rausgekommen. Okay. Dann hätten wir hier aufgeräumt. So, und hier ging es ja irgendwo hoch, ne? Ne, von da bin ich gekommen. Da muss ich weiter. Ah, irgendwelche Verstecke hier? Nein. So, dann sind wir eine Ebene höher. Gegengift. Da oben ist, glaube ich, ein schießwütiger Opa. Wo kommt er jetzt auf einmal her? Von oben wahrscheinlich, ne? So, hier ist, glaube ich... Da streift einer umher. Hinter mir ist auch einer. Was zum Teufel? Nein, du packst mich nicht nochmal.
Ja, das Gegengift jetzt auszurüsten dauert mir zu lange. Ich werde das einfach mit Blutfiolen hochheilen. Der mir vergiftet, der Sack. Wir können mal Gegengift dann auf den Schnellslot packen, falls das nochmal passiert. Wo ist es? So, jetzt bin ich die auf der oberen Ebene, wo das Item war, genau. Oder? Nee. Das ist da, wo der Typ mit dem heftigen Stab war. Oh, Blutedelstein. Wollen wir mal hoffen, dass das was Tolles ist? Um meine krassen Damage-Werte noch höher zu schrauben. Ja, tötet euch gegenseitig von mir aus. So, als ich den DLC das erste Mal gespielt habe, da habe ich immer den Fehler gemacht, zu den alten Sack rüberspringen zu wollen. Das ist... Ah! Was war das? Da ist irgendwas aus der Ecke gekommen. Und du beruhigst dich mal. Okay. OP ist weg. Und irgendwas ist aus dem Regal rausgekommen. Wasser oder so. Hier kann ich weiter nach oben. Ich habe den Gang noch nicht vergessen, der da unten noch weiter war. Da kann ich aber notfalls, wenn ich sterbe, kontrollieren. Oder von der Laterne ausmachen. Ist das der Shortcut? Das ist der Shortcut. Oder. Ah! Da ist der nächste Schießwütige! Diese ganzen Bestienblut, sage ich schon, Quecksilberkugeln brauche ich nicht. Kann ich den runterholen? Wo lande ich hier? Auch irgendwo, wo ich noch nicht war? Adios. Ah, er hat überlebt. Vielleicht treffen wir ihn wieder. Rettet mich. Bitte. Ich hätte fast den nächsten NPC platt gemacht. Ich kann nichts hören. Okay, ich fange an, mich ein bisschen zu verlaufen. Von da bin ich gekommen. Da habe ich jetzt einen Fahrstuhl runtergeholt. Okay, wo führt mich das hin? Weiter nach unten. Das ist, glaube ich, der Shortcut, ne? Jetzt bin ich wieder unten, ne? Wo kommt er hier auf einmal weg? Ja, von hier bin ich gekommen. Okay. Das Babyvieh habe ich hier eben gar nicht entdeckt. Kann sein, dass er von oben runtergefallen ist. So, und da sitzt jemand. Seid ihr das, Fürstin Maria? Nein, ihr seid jemand anderes. Ist richtig. Bitte, könntet ihr etwas für mich tun? Ich brauche Hirnflüssigkeit. Trübe, zähe
Hirnflüssigkeit. Mhm. Bitte, ich... Ja, die kann man hier finden. Bringen wir ihr dann, wenn wir sie finden. So, jetzt gehen wir mal den anderen Weg hier noch ab. Den hier links. Ich weiß gar nicht, wo der mich hinbringt. Da ist auch noch ein Item. Da muss ich von irgendwo runterspringen. Ist da irgendwo eine Lücke in der Balustrade? Nee. Wie kommt man denn da... Ich glaube, in der Treppe muss dann irgendwo ein Loch drin sein. Naja, werden wir noch bekommen, das Item hoffentlich. Wissen des Verrückten. Ist das hier einfach nur eine Sackgasse? Da ist schon wieder was rausgekommen. Ach so, das sind so Fallen. Löse ich die irgendwie aus? Wieso ist... Ach so, ist das da, wo meine Fahrstühle sind? Ja. Dann... Das ist der, der nach unten fährt? Okay. Ich gucke mal, ob hier noch was ist. Oh, das ist der NPC. Oh, verrette. Okay, ich bringe die mal einfach um. Die hat nichts weiter... zu sagen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es diese Hirnflüssigkeit gibt. So, ist das jetzt eine neue Treppe oder... Ich spring mal runter. Wo ist das hier? Tropf, 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 Tropf. Okay. Blitsch, platsch, blitsch, platsch. Tropf. Okay, kann ich dich umhauen? Ja. Es tut mir fast ein bisschen leid um ihn. Was verlangt... Achso, das ist der Typ, den ich runtergehauen habe. Der ist ein bisschen verwirrt. Aus der anderen Seite ist jemand nicht Nettes. Da ist auch noch einer. Oh, wir können springen! Ja, Blutfiolen, die muss ich langsam wieder auffüllen. Jawohl, 4 neue. Das sieht jetzt schon wieder besser aus. Dekoratives altes Jägergewand und die Schuhe dazu. Dann fehlen mir noch der Hut und die Stutzen. Aber wir können mal gucken, ob das was ist. Ich hätte auch heute eigentlich das Schutzwandgewand anziehen können. Auch, ui, das ist gar nicht mal schlecht. 110 physische Abwehr. Und gute Feuer- und Blutabwehr. Dafür sackt Arkan und Blitz. Okay. Hätte dieses eine Gewand, was wir gefunden haben, da fehlt mir ja nur der Hut, tragen können. Hätten wir einfach einen anderen Hut genommen. So, wo bringt der? Bringt das mich hin? Hier muss ich schon gewesen sein. Hier sind Typen tot. Ach, das ist dabei ein Fahrstuhl. Die Leiter habe ich eben gar nicht gesehen. So, verzieh dich. Ein Seencontainer, so.
Dann gehen wir hier wieder die Leiter hoch. Irgendwie muss ich noch zu den Item kommen, was da unten irgendwie ist. Ich bin gerade wie so auf einem ganz anderen Weg, habe ich das Gefühl. Wo kommen die jetzt auf einmal weg? Okay, da sollte ich nicht runterspringen. Das ist, glaube ich, der Ausgang da. Okay, ich bin hier auf jeden Fall falsch. Ist ein bisschen verwirrend hier, das muss ich zugeben. So, da ist dieses Ei. Moment, komme ich von hier aus da irgendwie hin? Nee. Wir können mal gucken. Da ist die Treppe. Die Treppe hat aber auch ein Geländer, dass du nicht hinkommst. Das ist noch ein bisschen komisch. Was steht da? Labor, zweiter Stock. Ja, super. Das hilft mir nicht weiter. Also mein... Ich scheine hier erstmal alles zu haben. Aber irgendwie muss ich ja weiterkommen. Jetzt bin ich wieder da, wo die Fahrstühle sind. Da bin ich gekommen. Der fährt nach unten. Das ist einfach nur eine Leiche. Ich muss jetzt erst wieder den rechten Weg wiederfinden. Der Weg bringt mich einfach nur wieder nach unten in die Haupthalle. Richtig, ne? Das ist richtig. Das heißt, ich muss wieder mit dem Fahrstuhl nach oben. Moment. Was war das? Ich meine, ich habe was gesehen. Was war da? Das sah aus, als ob da ein Durchgang ist. Ja. Das muss ich bei den anderen... Okay, wo bin ich jetzt hier? War ich hier schon? Nein, hier war ich nicht. Sehr gut an den Gegnern da unten zu erkennen. Einer davon ist ein Jäger. Kann ich mich an den anschleichen? Nein. Oh, das machst du gar nicht mal dumm. Wenn du mich nicht heilen lässt und immer auf mich schießt, dann ist was los. Ja, das war ein kurzer Prozess. Also der hat ja eben mal mir richtig gezeigt, wo es lang geht. Ah, das ist wieder so einer. Der hat Giftmesser! Ich bin hier eingequetscht und komme nicht weg! Verzeih die Scheiße! Ich sag, wie es ist. Ich mag ihn nicht. Ja, da triffst du mich mit deiner Knarre nicht, ne? Um deinen Messern. Okay, er kann auch da durchhauen.
Lass mich rein. Komm, ein Hieb noch, dann bist du weg. Meine Herren, ey. 13.000, okay, der wird wahrscheinlich nicht wieder auftauchen. So, was ist das jetzt hier? Fürstin Maria, ich bin ein Rotkehlchen. Werde ich mich je zusammenrollen und ein Ei werden? Was sagt ihr, Fürstin Maria? Ich habe keine Ahnung. Fürstin Maria, sagt etwas, irgendwas. Ich bin nicht Fürstin Maria. Fürstin Maria? Ja, ja. So, es ist Hirnflüssigkeit, die können wir den NPC unten geben. Da rechts war ich noch nicht, so wie das aussieht. Da liegt nämlich ein Item. Von da bin ich jetzt gekommen. Was? Fürstin, werde ich was sagen? Okay. Kriege ich jetzt nochmal Hirnflüssigkeit, wenn ich sie nochmal umhaue? Nö. Ja, da unten war ich schon. Ich weiß nicht, ob ich da unten schon war. Komm, runter mit dir. Und tschüss. Als ob er das überlebt hat. Aber ich glaube, hier war ich schon. Hier ist... wo mein Fahrstuhl ist, ne? Okay. Dann fahre ich einmal kurz ganz nach unten und bringe die Hirnflüssigkeit. Ich glaube, man muss mehrmals Hirnflüssigkeit nämlich abgeben. Bitte. Ja, ja, ja. Ich habe doch Hirnflüssigkeit. Oh, vielen Dank. Ihr seid furchtbar nett. Okay. Oh, das ist wunderbar. Und, oh, ich höre das klebrige Geräusch. Könnt ihr es auch hören? Oh, ich weiß. Wollt ihr mein Blut haben als Dank? Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Auch ich war einst eine Heilige des Blutes. Also kommt wieder her, wenn ihr jedes Blut einer Heiligen braucht. Oh, das ist wunderbar. Und, oh, oh, ich fahre also. Ja. Ein sehr, sehr weirder NPC, möchte ich meinen. So, der andere Fahrstuhl ist mittlerweile unten. So, letztes Mal bin ich ja hier bei dem Geheimgang rausgegangen. Jetzt fahre ich mal normal nach oben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist das? Hier gibt es Treppen noch nach oben. Das ist bei den Rollstuhlfahrern, ne? Oder war das dort? Ich bin schon wieder reingelaufen. So, runter mit dir. Oh, der hat das sogar überlebt. Oh, hier war ich noch nicht. Die sind ganz kopflos. Die haben den dicken Klumpen auf dem Kopf nicht mehr. Dann haben wir da eine Tür. Da geht's dann weiter. Ich muss ja hier irgendwie noch die Treppe anders bauen. Hier gibt's blaues Elixier. Okay, dann gucken wir gerade noch, was hinter dieser Tür hier ist. Köpfe. Da waren zwei Kopflose draußen. Ihr seid anscheinend die passenden Gegenstücke. Ja, super. Hä? Ist der neu? Oder bin ich einfach an dem vorbeigelaufen?
Ich kann jetzt einen tollen Kopf anziehen. So wie es aussieht. Wir hatten eine gute stumpfe Waffenabwehr, aber der Rest ist halt scheiße. In diesem Sinne, Leute, die Folge ist zu Ende. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.